Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, an diesem verregneten Sonntagmorgen hier im Münsterland. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit und hier seit vielen Jahren Tag des Münsterland-Giros. Ich bin gerade zu Fuß unterwegs zur Rennstrecke. Wollen wir das Ganze ein bisschen angucken. Es regnet und ich habe ein neues Spielzeug dabei, meine neue Kamera. Ja, vor einigen Wochen ist ja die neue GoPro Hero 10 auf den Markt gekommen und die habe ich mir nicht gekauft. Nein, ich habe mir die GoPro Hero 9 gegönnt, weil ich habe jetzt die Bewertungen gelesen und dann für mich beschlossen, die Bildqualität soll auch besser sein im Endeffekt. Und ich weiß nicht, Hero 10, neuer Prozessor, Kinderkrankheiten am Anfang, schaltet sich auch wohl regelmäßig ab, weil es zu heiß wird, habe ich keine Lust drauf. Darum habe ich jetzt die genommen, die es schon ein Jahr gibt, wo Leute schon gute Erfahrungen mitgemacht haben, die GoPro Hero 9 und damit jetzt auf zur Rennstrecke. Für einen Radprofi ist es heute ein ganz besonderes Rennen, nämlich für André Greipel. Ist heute sein letztes Rennen als Radprofi. Ja, das Wetter ist nicht so feiertaglich, so schön für so einen Tag. Aber nun ja, wir schauen mal. Vielleicht gewinnt er das Ding ja heute. Ich denke mal, der wird hochmotiviert sein auf jeden Fall. Und ich habe jetzt noch ein paar Kilometer vor mir, bis ich dann an die Rennstrecke komme, hier im nördlichen Münsterland im Kreis Steinfurt. Für mich heute schon morgen schon wieder richtig schade ist, dass der Mais noch so hoch steht. Ich kann nämlich nichts sehen. Das ist ja hier in der Gegend Standard sozusagen, dass hier praktisch überall an jeder Ecke Mais wächst und so hoch, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, mittlerweile auch im Fahrrad unterwegs bin, kann ich nicht mehr drüber gucken. Ab und zu mal noch so eine Lichtung hier, so eine Böschung. Tja, aber richtig weiten Ausblick gibt es im Flachland dann natürlich nicht. Ne? Nicht so wie letzte Woche in Heidelberg. Das war schon imposant da, ne? Von den Höhen runter zu gucken. Das war eine richtige Maloche, da hochzukommen. Ich habe mich jetzt nicht verausgabt, deswegen jetzt nicht, aber war schon gut anstrengend. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auf jeden Fall süchtig gemacht. Ich kann es kaum noch erwarten, in einer Woche, beziehungsweise nur 6 Tage, nächsten Samstag, Mammutmarsch in Dortmund, Little Mammut, gut 50 Kilometer. Da freue ich mich schon drauf. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt doch noch eine Stelle hier erwandert sozusagen, wo kein Mais wächst, wo man ein bisschen Aussicht hat und wo man ein bisschen was zu sehen bekommt. Ich frage mich nur gerade, was das hier zu bedeuten hat. Also es ist ein Dachstuhl, das ist mir schon klar, aus Holz, aber ist ja kein Gebäude drunter. Ne? Da liegt jetzt ein bisschen Stroh unten drunter. War da mal ein Gebäude drunter? Man hebt das ja auch nicht so ganz vom Dach. Da ist eine Baustelle halt, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Kennt sich einer da von euch aus? Warum die das sein kann, dass hier ein Dachstuhl sozusagen alleine im Garten bei den Leuten steht, ohne Haus runter. Ja. So bekomme ich wenigstens was geboten hier heute Morgen auf dem Weg zur Giro-Strecke. Muss man eben gucken. Mal hier meine Uhr ausbuddeln. Wir haben jetzt, kann ich aber eben zeigen, Kilometer 4. Ja, ich bin ganz gut unterwegs, gut 6 km/h. Läuft. Ja, Windräder im Münsterland. Eigentlich ja ein gewohnter Anblick, aber aus aktuellem Anlass ja auch so ein bisschen beunruhigend. Ich glaube, es war am Donnerstagabend, nee, am Mittwochabend, sind ja im südlichen Münsterland, in Haltern, ist ja ein Windrad zusammengebrochen komplett. Also jetzt nicht nur ein Rotorblatt runtergefallen, was heißt nur, das ist ja schon gefährlich genug. Das ganze Windrad ist zusammengebrochen und dann einen Tag später, beziehungsweise ja übernächsten Mittwoch, Freitagmorgen war das, hat hier in der Gegend, im Kreis Steinfurt, ein Windrad gebrannt oben. Der Stromgenerator war auch nicht zu löschen, zu hoch, kommt die Feuerwehr nicht heran, hat man dann kontrolliert abbrennen lassen, abgesperrt und unter dem Hintergrund, bei dem Hintergrund guckt man sich die Dinger, also ich zumindest, heute Morgen hier ganz anders an. Da neigt man schon fast dazu, wenn man in der Nähe von so einem Ding kommt, ein bisschen Sicherheitsabstand zu halten, ist ja ganz windig heute Morgen, obwohl die stehen hier schon jahrelang, aber in den letzten Jahren sind ja auch riesengroße Anlagen auch hier in der Gegend erschaffen worden. Ja, wer weiß.
Kilometer 5 jetzt hier für mich und da hinten ist ein Kreisverkehr, das ist die Girostrecke, die kommt von links, geht nach rechts, fährt gerade keiner durch, aber ihr seht die Autos da stehen und das ist auch etwas, warum die Leute hier in der Gegend gar nicht so ein großer Fan von so einer Veranstaltung sind, weil es praktisch den ganzen Tag hier alles gesperrt ist, weil dieses kreuz und quer hier durch die Region geht und das ist schon, ja, das ist ein Problem, aber für viele Leute, die da kein Verständnis für haben, keine Lust drauf haben, halt ein Ärgernis. Aber ich bin ja zu Fuß unterwegs, komme ich ja ganz dicht dran. Ja, jetzt sehen wir da den Krankenwagen, ist es nicht. Wahrscheinlich Sanitäter oder Notarzt oder keine Ahnung. Und da auch die Jedermänner an der 130 Kilometer Jedermannstrecke jetzt hier. Und zu dem Krankenwagen sage ich nochmal eben meine eigenen Erfahrungen. Ich bin zum Glück nie in so einem Radrennen schwer gestürzt, dass ich mich da ernsthaft verletzt hatte oder versorgt werden musste. Aber was bei meinem letzten Münsterland Giro, den ich mitgefahren bin, das war 2011. 2006 war das erste hier und die ersten 15, das dann ja, ne? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 bin ich mitgefahren. Also 2011. Am Vortag wurde die Strecke halt gereinigt, auch für die Jedermänner, alles sauber. Und da sind die Landwirte abends noch wieder losgewesen und haben ordentlich Dreck auf die Strecke gebracht, obwohl der extra darum gebeten war, das bitte zu lassen. Das war sehr schmierig, weil es auch so regnerisch war. Und dann ist das echt nicht ohne. Weil das sind ja nicht alles Profis, die da unterwegs sind bei diesen Jedermann-Rennen. Und da gibt es dann auch Leute, die so manche Regeln halt nicht kennen. Dass man zum Beispiel in der Gruppe in eine Kurve reinfährt und außen ist, dann nicht nach innen zieht während der Kurve und so weiter, und dann kurz anbremsen muss auf so einem Belag. Das ist dann in der Gruppe halt nicht ohne. Und dann stürzt man halt schnell mal. Ne? Da habe ich so einige liegen sehen. Das war damals auch so ein Grund für mich. Jetzt nicht der Münsterland Giro, das war in Hamburg, das war auch 2011. Nee, das war dann, da war ich 2010 das letzte Rennen, ist ja auch egal. 2011 in Hamburg, letzte Brandenfahrzeug Classic, wo ich mitgefahren bin, dann zu beschließen für mich. Da machst du nicht mehr mit, das ist einfach zu gefährlich. Sich selbst kann man ausrechnen, man weiß, was man da macht oder man weiß es halt auch nicht, aber dann ist man selbst schuld. Aber die anderen Leute kannst du nicht berechnen. Und dann kommt man irgendwie unter die Räder, unter die man gar nicht kommen will. Dazu kommt ja noch, dass gewisse Anbauteile auch bei diesen Jedermannrennen verboten sind, auch sinnvollerweise. Dass man zum Beispiel keine Trinkflaschenhalter hinten am Sattel haben darf. Weil wenn man stürzt und der nächste fällt da drauf, ist die Verletzungsgefahr höher, als wenn man nur das nackte Rennrad hat. Und da hält sich ja auch nicht jeder dran. Da ist sicher irgendwie jeder selbst der Nächste und jeder weiß es besser, was gut für ihn ist. Rücksichtnahme. Tja. Da werde ich schon wieder politisch, ne? Wenn ich jetzt anfange, Rücksichtnahme allgemein gesellschaftliches Problem. Alle denken nur an sich, außer ich denke an mich. Aber ich freue mich jetzt hier. Ein bisschen Jedermann rennen gucken. Stehen muss mit der Trillerfahrt im Mund. Ist ja noch ein bisschen bescheidenes Wetter dafür, aber trotzdem ja wichtig und sinnvoll. Meine jüngere Tochter, die Maya, ist heute auch Streckenposten hier. Die macht nächstes Jahr Abitur und so können sie mal ein bisschen Geld für die Abi-Fete sammeln, wenn sie solche Veranstaltungen hier mitmachen. Beim Münster-Marathon hat sie auch schon mitgemacht. Ich weiß aber gar nicht, wo sie ausgesetzt wurde. Sie hat sich noch nicht gemeldet und die hatte heute Morgen um 6 Uhr musste sie in Münster sein. Schon die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Also nicht wirklich bei dem Wetter und so früh am Wochenende. Tja, aber sie hat sich ja dafür gemeldet. Und das finde ich doch jetzt toll hier, dass sich da wirklich auch noch eine Familie an den Streckenrand gestellt hat, um die Fahrer anzufeuern. Das motiviert doch auf jeden Fall. Guck mal in die glücklichen Gesichter, siehst du? Das wirkt. Und direkt an der Stelle gerade wollte ich nicht filmen, weil da auch schon die Polizei zugange ist. Da kommt das Fahrerfeld da links raus und da sind auch so uneinsichtige Autofahrer, wie dieser Bürger laut Kennzeichen offensichtlich nicht hier aus der Gegend stammt, die an die Diskussion dann anfangen. Ne? Unglaublich.
Na, so ist das. Ich gehe jetzt weiter hier auf meinem Sonntagsmorgenspaziergang. Und ich habe jetzt ja keinen TÜV-Sachverstand, aber ist das denn wohl erlaubt, hier so ein Anhänger mit dem Dach mit Dachziegeln? Ich weiß nicht, was hier gibt. Das ist ja schon gut windig hier heute Vormittag im Münsterland. Und ich bin mal ganz gespannt, wie der Ton jetzt bei der Kamera ist. Wie gesagt, ich habe jetzt diese GoPro Hero 9 gekauft, die ja schon ein Jahr auf dem Markt ist. Und da gibt es ja diesen sogenannten Media Mod. Also man kann was drum zubauen, wo ein Mikrofon mit Windschutz dran ist. Habe ich mir auch bestellt. Aber DHL hat mir freundlicherweise gestern mitgeteilt, dass sie irgendwo im Stau stehen, kommt dann nächste Woche. Darum jetzt hier die Premiere mit der Kamera. Mein erster Versuch. Bei Regenwind und ohne windgeschütztes Mikrofon. Ja, liebe Leute, das war es schon wieder hier, mein kleiner Spaziergang. Am Tag der Deutschen Einheit, knapp 2 Stunden, gut 12 Kilometer, also gut 6 km/h im Schnitt. Wenn dann nächste Woche in Dortmund so läuft, dann bin ich schon bestens zufrieden. Da allerdings ein bisschen hügeliger, da gibt es aber ein paar andere Sachen dann auch zu sehen. Ja, wollte noch eben was anmerken zu den Blaulichtern, die ich da von Weitem gefilmt habe. Ich mache jetzt hier keinen Sensationstourismus, das war kein Unfall, das war eine 90-Grad-Kurve in der Jedermannstrecke. Und wenn ihr schon mal solche Veranstaltungen mitgefahren seid, dann kennt ihr das ja, wenn man länger unterwegs ist, gerade bei so einem Wetter. Man wird so ein bisschen lethargisch auf dem Rad und man nimmt das nicht mehr unbedingt direkt wahr, wenn direkt jemand vor einem fährt, wie der Streckenverlauf ist. Man fährt einfach hinterher. Und deswegen wieder wohl ein Blaulichtfahrzeug auf die Ecke gestellt, dass man das dann besser wahrnimmt. Tut man dann auch. Ja, ich bin gleich, wie gesagt, zu Hause wieder angekommen. Muss mal gucken, dass ich nicht auf dem letzten Meter noch überfahren werde hier. So, Auto vorbei. Ich sage Tschüss für heute. Freut mich, dass ihr mich begleitet habt auf meinem kleinen Spaziergang hier am Tag der Deutschen Einheit. Und ja, kommentiert euch ein bisschen, sagt eure Meinung dazu, zu den Windrädern gerne auch oder zu solchen Radveranstaltungen, wenn die Strecken für jedermann drumherum gesperrt ist, dass man nirgendwo mehr hinkommt mit dem Auto. Jedenfalls, mir hat es Spaß gemacht, ein bisschen hier spazieren zu gehen. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Spo. Da ist er wieder, zu Hause.